Hallöchen, jetzt kommen wir zum letzten Part des Jurassic Park Let's Plays. Stage 7 clear. Safe, ja, safe. Oh, da rasten die aus, die Dinosaurier. Oiski Polski. Die heulen, ja. Dann auf zur letzten Stage. Stage 8, The Harbor. Der Hafen. Hafen-Action. Fuck! Naus! Oh. Ja. Das war richtig gut. Deswegen mache ich einfach mal Trick 17. So. Guter Start war das schon mal. So. Und los geht's. No! I got this. Also ich glaube, wir müssen hier auf den lieben Herrn Kanister draufspringen. Dann auf den lieben Freund des Herrn Kanisters. Und dann speichern. Und weiter geht's. Ab geht die Post. Nee. Man rennt hier so schnell durch. Faszinierend. Und wo geht's da lang? Hallo? Nee. Wir gehen hier lang. Das habe ich so im... unterm Cowboyhut. Da hat er so einen geilen Plan. Kann man, wenn man den abschließt irgendwie... Ich dachte, man kann ja vielleicht den Zaun zerstören. Oh oh. Oh oh. Nein, tu mir nichts. Ah! Jetzt kommen mal ganz schön viele Dinosaurier, die uns alle zerfleischen möchten. Oh, wir sind gar... Yes. Oh, no! Ganz schnell. Go. Hier ist irgendwie wieder Dschungel, wie es aussieht. Das sind diese kleinen Drecksviecher. Die gleichen, die wir eben mit dem Stein an der einen Stelle zerstört haben, wenn ich mich recht erinnere. Oh, oh. Oh oh, ich ahne fürchterliches. Nein. Komm schon, Stein, zeig's ihnen. Ja, noch mehr. Ist klar, leck mich. Wie kriege ich den jetzt von mir runter? Lass mich in Ruhe. So, ich hoffe, der Stein bewegt sich jetzt. Es ist essentiell, dass der Stein sich bewegt. Los! Noch mehr! Ich muss laufen! Und sie betäuben! Boah, gut, dass ich so viel Munition davon habe. Sonst hätte ich hier, glaube ich, echt Probleme. Aber, jetzt habe ich die. Jetzt sind die betäubt und werden alle platt gewälzt. Und ich hoffe, sie sind jetzt tot. Ja, juhu, oh, wir haben nur noch einen, okay, wir haben noch zwei große Medikits, das, ich denke mal, dass, damit kommen wir durch. Uiuiui, jetzt ist das ja eigentlich für ein Kanal, Oiski Polski, Kanal im Jurassic Park, schön. Schnell, ja, das wollte ich, das brauche ich eigentlich auch nicht. Hätte ich mir auch sparen können dafür. Ich möchte gerne Medizin mit Medizini und seinen Freunden. Jump. Und über alle drüber springen. Und speichern. Eine Brücke. Oh oh. So. Ui, wo geht's denn da lang? Okay, da geht's wohl nicht weiter. Warum ist die Musik so leise? Okay, man kann zurückgehen. Ja. Ich speichere mal. Das scheint mir irgendwie verdächtig. Ich hole mal den raus. Oh oh. Das ist was Großes. Sehr groß. Ja. Was will der denn schon wieder? Ich nehme mal den hier. Speichern. Jetzt, ich glaube, jetzt geht's um alles oder nichts.
Da ist die Kiste. Die Kiste der Vernichtung. Kommt der? Ich hoffe mal, der kommt auch wieder von da vorne. Ich hoffe nicht, dass der jetzt irgendwie von allen Seiten kommt oder so. Also das scheint jetzt einfach wieder derselbe Kampf zu sein wie im ersten Level, wenn ich das richtig sehe. Das ist jetzt nicht so kreativ von den Machern. Aber vielleicht haben sie gedacht, ja, so schließt sich der Kreis. Und so. Aber wir sind doch besser geworden. Im ersten Level gab es da mehr Platten, die uns auf den Kopf fallen wollten. Denn da sind wir im ersten Level hatten wir mehr Probleme mit diesen Platten. Oh nein, er hat die Kiste aufgefressen. Das war aber nicht sehr nett von ihm. Kann ja auch gar nicht gut schmecken. Der möchte ja lieber Fleisch aufessen und keine Kisten mit Sprengpulver. Ja. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass das hier gerade Final ist. Oh, sollte ich wirklich das Spiel schaffen? Also das schwerste Spiel aller Zeiten, was es gibt in der ganzen Welt. Schnell, komm, T-Rex. Boots. Da habe ich es ihm gegeben. Ja, ich gebe ihm das, was er gerne möchte. Er möchte nämlich Damage. Die fallen mir am Kopf, die Platten. Oh, es hat ihn getroffen. Das war Skill. Das war Skill. Ich habe geschossen kurz bevor er ankam. Ganz kurz bevor er ankam. Dann habe ich ihn dadurch so platt gemacht sozusagen. So wie jetzt wieder. Schon wieder. Oh, crap. Oh, oh, das könnte noch mal eng werden. Wir haben nämlich nicht mehr Medizin. Keine Medizin mehr. Ich hoffe mal, das ist jetzt so der Last Hit. Ja, das war ein Fail. Dafür haben uns keine Steinplatten getroffen. Keine Steinplatten haben uns getroffen, liebe Freunde. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt geht er down. Ich merke das. Und er ist noch nicht down. Wir speichern. Wir speichern und da sind wir knapp der Platte ausgewichen, die noch im Himmel gefallen ist. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo die Platte eigentlich herkommt. Weil hier ist ja gar nichts. Okay, da speichern wir mal kurz. Oh, crap. Denn hier ist ja gar nichts, wo die Platten herkommen könnten. Da ist ja irgendwie keine Decke oder so, sag ich mal. Und jetzt ist er tot. Aber vielleicht sind wir auch tot, wenn das so weitergeht. Oh oh. Uiuiuiui. Aber wir haben gespeichert. Alles ist gut, alles ist gut. Wir werden siegen. Wenn wir treffen. Wenn wir die Kiste treffen. Das ist hier der ganz spannende Endkampf im Spiel. Der alles entscheidende Kampf. Der alles entscheidende Kampf. Und wir wurden von keiner Platte getroffen. Oh oh. Oh oh. Jetzt wird es hier nochmal richtig kribbelig. Mit der letzten Kiste, die wir treffen müssen. Bevor er uns auffrisst. Oder so. Wir machen hier weiter. Wir kriegen das hin. Locker flockig. Wie Frühstücksflocken von eurer Lieblingsfrühstücksflockenfirma. Ja, so ist es und nicht anders. Ich frage mich, ob das viel Schaden macht, wenn der einen aufisst. Also natürlich wäre das tödlich, aber ich meine natürlich diesen Biss. Eigentlich frage mich, ob der einen damit one-hittet. Könnte ich mir vorstellen. Denn das wäre nur logisch, wenn man direkt tot ist, wenn der mit seinem riesen Maul einen beißt, einmal zuschnappelt. Und wir warten. Komm, komm. Und wie wir wissen, muss man das zweimal machen, damit die da auch liegen bleiben. Und wir gehen auch nochmal sicher und schießen einfach dreimal. Denn ich glaube, das ist jetzt der, dadurch, dass es so ein specialmäßiger Endboss ist, muss man die bestimmt noch öfter treffen. Oh oh. Jetzt komm bloß nicht hier auf die Seite. Nein. Nein. Mit ihrem Giftzeugs. Sei betäubt. Jetzt brate ich den. Ich kenne jetzt kein Pardon. Ich glaube, die muss man dreimal treffen. Ja, dreimal. Dann ist er. Ich speichere mal. War der zweite. Und jetzt hole ich den dritten. Komm, mein Lieber.
Hoffentlich, es gab ja irgendwie noch einen Boss sozusagen. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber es gibt bestimmt noch irgendeinen Blödsinn, der kommt. Ich glaube noch nicht, dass wir schon fertig sind, aber mir gefällt das. Das ist, finde ich, ist eine gute Idee, am Ende nochmal so ein Recap zu haben von allen Bossen. Da sieht man nochmal, ob man wirklich gelernt hat, wie man mit Dinosauriern umgehen sollte. Ja, da schieße ich anstatt zu springen. Noch mehr Kisten. Wenn jetzt nochmal der T-Rex kommt, dann bin ich durch. Der macht mich fertig. Oh, ein großes Medi... Oh nein, das heißt jetzt, dass noch was... Ich rechne jetzt die ganze Zeit damit, fertig zu sein, aber... Ich scheine mich ja zu irren. Da ist er. Da ist jetzt wieder der T-Rex, wie ich das sehe. So, Final. Und jetzt töten wir den diesmal. Was? Ach so, jetzt müssen wir abhauen. Wie ganz am Anfang, da auf dem ersten Stück, wie ich das sehe. Ach, und wir müssen hier über Dinger drüber springen und so. Ja, ist klar. Oh oh. Jetzt schmeißt er mit Kisten oder was los? Hä? Dinosaurier schmeißt doch nicht mit Kisten, Alter. In dem Fall aber offensichtlich doch. Jetzt ist das hier irgendwie unmöglich? Ich glaube schon. Gut, dass wir ihn noch gespeichert haben. Ich speichere nochmal. Ich habe genauso gespeichert, dass man ins Loch fällt. What? Oh Mann, das ist hart. Das ist echt hart. Das ist gescriptet. Ich glaube, wir sind fertig. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Stage 8 clear. Game over. Oh, das war's. Das war's. Das war das Spiel. So, ich glaube, da kommt noch ein Abspann. Aber den schauen wir uns in Ruhe im letzten Special Part für den Abspann an. Oh, das war jetzt echt schwer am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen bei meinem ersten Let's Play. Nach dem Abspann, ist klar. Nach dem Abspann unterhalten wir uns vielleicht noch ein bisschen. Tschüss. Viel Spaß schon mal beim Abspannen und danke fürs Zuschauen. Wir haben es geschafft. Yeah!